Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal bei Bockwurst Gamer. Heute gibt es wieder was zum Auszupacken, und zwar ein Laptop von der Firma Lenovo. Wir haben Windows 10 64-Bit vorinstalliert, 8 GB Arbeitsspeicher und ich meine, es war ein Celeron-Prozessor drin von Intel, 128 GB SSD-Speicher sind vorhanden. Also für einen reinen Arbeitscomputer reicht das völlig aus. Auch für leichte Videobearbeitung wird es auch völlig ausreichen. Ja, von der Leistung her reicht es allemal aus. Es war auch im Angebot für 249 Euro. Wenn ich mal bedenke, wir haben hier Windows 10 schon vorinstalliert. Es ist ein SSD-Speicher mit drinnen, 8 GB Arbeitsspeicher. Leider kein Full-HD-Display. Das einzige Kritikpunkt. Aber ich denke mal, für ein HD-Display reicht doch völlig aus, für mal eine E-Mail zu schreiben oder durch Internet zu surfen oder sich mal einen Film anzugucken. Ich denke mir mal, das würde ja völlig ausreichen. Da braucht man ja auch nicht unbedingt jetzt ein Full-HD-Display oder sogar ein QHD-Display. Da würde man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld zahlen, wie jetzt die 249 Euro. Der Display ist, glaube ich, 15 Zoll groß. Ich will zwar gar nicht so viel schnacken, wenn ich mal die Verpackung aufkriegen würde. Okay, das ist schon mal sehr gut verpackt. Ich vermute mal, ich habe es verkehrt rumgelegt. Wir müssen das mal einmal wenden. So, und so sind wir schon mal richtig. Ja, so muss das funktionieren. Hier ist irgendwo noch was zu. Ach nee, wir müssen das hier so von oben einfach rausziehen. Ich dachte, man müsste so aufklappen, aber ich habe wieder anders gedacht. Oh ja, wir haben es ganz normal Styropor für die Transport zu sichern. Dann ist das Übliche drin, immer diese Garantie wahrscheinlich und die Bedienungsanleitung oder die erste Einrichtung ist hier mit drin. Sicherheit, Garantie und Einrichtung, wie ich schon gesagt habe und wahrscheinlich was alles dabei ist. Da steht drauf Computer, Netzkabel. Wechselstromadapter ist drauf und eine Disk soll dabei sein. Gut. Das andere, das wird wahrscheinlich eine normale Kundenhotline sein für verschiedene Länder. Dann gucken wir mal weiter, ob wir irgendwas noch drin haben. So, hier haben wir das gute Stück. Gut, da ist sie auch, ich glaube die CD. Ne, also eine CD finde ich jetzt hier nicht. Nein, sonst ist nichts drin. Nein, da ist gar nichts mehr drin. Gut, jetzt mal alles andere hier weg. Hier ist das gute Stück. Ist doch schon relativ groß. 15 Zoll. Steht halt vorne drauf, wie man sehen kann, Lenovo. Die Rückseite steht nochmal Windows drauf mit dem Windows-Logo. Dann die Lüfterschächte, um die Hitze abzustrahlen. Dann haben wir auch normales USB-Anschluss. Man kann es gerade nicht gut sehen. USB haben wir hier, USB 3.0 sogar. Dann HDMI-Anschluss, was ich auch sehr gut finde, das normale HDMI-Anschluss. Und auf der Rückseite befindet sich noch hier ist wahrscheinlich fürs Laden. Also fürs Laden. Dann haben wir ein DVD-Laufwerk. Ja, ein mattes Display, kein glänzendes Display haben wir. Ansonsten gibt es eigentlich erstmal nicht viel dazu zu sagen. Ich würde noch mal kurz aufklappen. Das ist das gute Stück. Ich finde mal für den ersten Eindruck sieht es mal gar nicht so schlecht aus. Ach ja, wir haben auch natürlich WLAN verbaut. Und zwar in der Funkverbindung AC ist auch natürlich vorhanden. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Wir haben ein Display. Mattes Display, man kann ihn sogar ziemlich weit nach hinten verstellen, nach vorne. Also finde ich mal sehr praktisch und es ist vom Gewicht her sehr leicht. Also ich weiß gar nicht, ich würde mal sagen, gefühlt 500 Gramm, aber es würden schon mehr sein. Ich denke mal, es würden sogar schon um die 800 Gramm wahrscheinlich sein. Ja gut, Einrichtung, so ein Einrichtungsvideo müssen wir wahrscheinlich jetzt hier nicht unbedingt machen. Das Windows 10 kennt ja wahrscheinlich jeder von euch. Ja, das ist, wenn ich wüsste, wie das Modell jetzt hieß, das habe ich vergessen noch zu sagen. Ich gucke mal, ob hier noch irgendwas zu finden gibt, wie die Modellbezeichnung ist. Ansonsten würde ich das unter meinem Video nochmal
die ganzen technischen Daten mal alles unter meinem Video packen und schreiben, was es für technische Daten es hat und was das für ein Modell ist. Ne, so schnell finde ich das jetzt nicht. Aber vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Bockwurst Gamer. Wenn ihr Fragen habt, einfach unter meinem Video in den Kommentaren schreiben. Und ich werde dann natürlich die Fragen auch so schnell wie möglich beantworten. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Euer Bockwurst Gamer. Tschüss.